einen vor euch. Auf dem Weg zum Ring. Aus Halberstadt mit einem Gewicht von 81 Kilogramm. Freunde des guten Geschmacks an den Video-Endgeräten eurer Wahl. Herzlich willkommen zu Unlimited Wrestling Firewall. Mein Name ist Randall Schubert. Natürlich bin ich heute auch wieder nicht alleine. An meiner Seite sitzt Paraflow. Hi Para. Hi, von mir auch einen wunderschönen guten Abend. Wir haben eine Matchcard vollgepackt mit Kracher-Matches und wir fangen hier direkt mit dem ersten an. Wir sehen hier unseren Big Boss von Unlimited Wrestling, Martin Guerrero. Dieser trifft heute auf John Klinger. Bei Unlimited Wrestling Underground hat er ihn ja herausgefordert. Er wollte jemanden mit Champion-Potenzial. Jemand, der hier, ja, dem alles egal ist, was Leute von ihm sagen. Und das ist Martin Guerrero. Mit einem Gewicht von 101 Kilogramm. Er ist der most dangerous man in European Wrestling. Bad Bones, John Klinger. Und da sehen wir John Bad Bones Klinger. Der dominiertste Wrestler in Europa. In keiner Liga, wo er war, war ein Wrestler sicher. Er kam, er sah und siegte. Fast 600 Matches hat er bereits in seiner Karriere gewonnen. Kalito, Angelico, Mike Bailey, nur einige Namen seiner Opfer. Der nächste Name auf dieser Liste soll heute Martin Guerrero werden. Ob er das schafft, wir werden es sehen. Ja, Para, wir haben ein ganz besonderes Match vor uns. Wir kennen Martin. Martin hat sich bewiesen, dass er ein erfolgreicher YouTuber ist. Martin hat sich als Promoter etabliert. Wir sehen es hier jeden Monat mit diesen Wahnsinnshows, die er uns hier bei Unlimited Wrestling bietet. Aber dieses Match ist für Martin etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Denn heute hat er die Chance, sich zu beweisen, dass er eben nicht einfach nur in Anführungsstrichen der YouTuber ist, dass er nicht einfach nur der Promoter ist. Heute geht es vor allem darum, dass Martin Guerrero beweisen kann, dass er als Wrestler an der Spitze ankommt. Ich habe immer so das Gefühl, dass Martin von etablierten Wrestling-Stars immer so ein bisschen belächelt wird. Und das ist eine große Chance jetzt, sich zu beweisen, auch als Wrestler, wie du es eben schon gesagt hast. Also ich denke mal, Respekt zollen sich beide, sehen wir hier, ja. Unser Ringrichter Kev the Ref ist bereit, dann schauen wir mal. Lock-up, ganz klassischer Start. Die Kraftvorteile werden natürlich bei John Klinger liegen, das ist klar. Das sieht man ja optisch schon, ja. Was für eine Muskelmasse da ein Bad Bones mitbringt, im Gegensatz zu Martin. Aber wir dürfen Martin auch nicht unterschätzen. Der hat durchaus was drauf, was wir in der Vergangenheit schon gesehen haben. Martin aktiviert hier nochmal das Publikum. Beide Wrestler lassen es langsam angehen. Obwohl John Klinger auch richtig beliebt bei den Fans ist, dürfte hier der Publikumsvorteil eigentlich bei Martin liegen. Wir dürfen nicht vergessen, Unlimited Wrestling, das ist heimischer Boden für Martin Guerrero. Ja, er kommt ja aus der Ecke, er kommt ja aus dem Harz. Unlimited Wrestling hier im Clubhaus Thale vor allem, ja, das ist ja unsere Heimatbasis, wenn man so will. The Home of Unlimited. Und hier jetzt der, die Oberhand hier mit Bad Bones. Lock up. Und die Arme von Bad Bones, die schließen sich ja wie ein Schraubstock um den Hals von Martin. Ja, da befreit sich Martin, verdreht er den Arm von John Klinger. Setzt er weiter nach. Aber so wie erfahren er ist, ja, kann er sich hier nochmal befreien. Hier der Takedown von Klinger. Es ist alles noch so ein Antesten zwischen beiden.
so ein bisschen die Verhöhnung immer. Trotzdem, ja, ich wollte es gerade sagen, Respekt von beiden Seiten. Oh, da holt Martin John Klinger ganz geschickt von den Beinen. Jetzt der Ansatz zum Half Boston Crab, aber so wie es aussieht, geht er nicht durch. Klinger stößt ihn weg. Ja, so richtig konnte noch keiner der beiden in dieses Match finden. Wir befinden uns immer noch so in dieser Vorgeplänkelphase. Dieser Schlag hier von Klinger und noch einer. Wohl in die andere Ecke. John Klinger holt sich nochmal die Unterstützung vom Publikum, nimmt Anlauf. Martin streckt das Bein aus. Und Klinger rennt voll Karacho rein. Jetzt Ansatz zum Suplex, Vertical Suplex hier von Martin. Soll das schon die Tres Amigos werden? Der zweite Freund geht durch, ja. Eine der Aktionen von seinem großen Idol Eddie Guerrero. Und da soll jetzt die dritte kommen, aber Klinger wehrt sich. Olympic Slam! Da beweist uns Martin, dass auch er Kraft hat. Diesen John Klinger, den musst du erstmal hochstemmen können zu solch einer Aktion. Oh, da sollte er der Discus Clothesline werden, aber John Klinger könnte kontern. Jetzt geht er durch! Cover, 1, 2. Ja, das war das erste Cover in diesem Match. Unser Ringrichter Kev the Ref zeigt es an, das ging nur bis 2. Martin holt sich hier wieder den Support der Fans. Bad Bones zieht sich erstmal ein bisschen zurück, muss ja am Ringrand nach Luft schnappen. Vorarm von Martin Guerrero, Bad Bones schlägt zurück. Jetzt gibt es hier diesen Schlagabtausch. Job von Bad Bones. Und er spannt den Bogen. Das hätte der Bonespear werden sollen. Martin reagiert geschickt. Bones schlittert hier unter den Beinen von Martin durch. Und Martin liegt draußen. So schnell wendet sich das Blatt. Ich glaube, Bones möchte hier fliegen. Wow! Suicide Dive hier von Bad Bones. Da hat Bad Bones so viel Schwung, da steigt er gleich noch die Treppen hoch bis auf unsere Bühne hier. Der Mann ist ein absolutes Kraftpaket, kann aber auch fliegen, wenn er möchte, was er hier auch gezeigt hat. Und hier das Cover. 1, 2. Martin kommt noch mal raus. Oh, siehst du, wie rot der Rücken von Martin ist? Da hat er schon ordentlich was eingesteckt. Ja, die Aktion bleibt nicht ohne Folgen. Bad Bones will uns hier beweisen, dass er den Namen Best of Europe nicht zu Unrecht trägt. Reverse von Martin, wieder ein Reverse von Bad Bones. Martin landet in der Ringecke. Back Body Drop! Oh, Martin, der windet sich vor Schmerzen hier am Boden. Er fordert ihn hier auf, aufzustehen. Und der Chop! Oh, was für eine Wucht hier! Das wird er morgen noch merken. 1, 2. Reicht aber auch noch nicht. Hast du gesehen, was für eine Wucht in diesem Chop war? In diesem Handkantenschlag von Bones? Diese Chops hat man im gesamten Harz gehört. Jetzt nimmt Bad Bones Anlauf in den Seilen. Oh, tief gesprungener Dropkick von Martin. Martin gibt nicht auf. Hier sieht man das Kämpferherz von Martin Guerrero. Nie in den Rücken von Bad Bones. Martin hat jetzt wieder die Oberhand. Er holt sich ebenfalls den Support der Fans und wartet, bis Bones wieder auf den Beinen ist. Und hier soll er dann Genki Dama Knee Strike kommen. Ja, dem ist Bones ganz geschickt ausgewichen. Oh, und da zeigt uns Bones seine Kraft. Da ist dieses Kraftpaket, wow, das ich gesprochen habe. Oh, da windet er sich raus, ja. Boot von Bad Bones. Jetzt gibt es diesen Suplex. Half Nelson Suplex von John Klinger gegen Martin Guerrero. Der Ringrichter ist ganz nah bei Martin, checkt, ob er noch bei Bewusstsein ist. Und jetzt möchte er das beenden. Ja, dieses Zeichen von Bad Bones verheißt nichts Gutes. Den Gnadenschuss für Martin. Superkick. Wird gekontert. 1, 2. Und der kam aus dem Nichts. Small Package von Martin. Wieder nur bis 2.
Einroller von Bad Bones. Da. Oh, super Kick! Jetzt zählt Martin die Sterne an der Hallendecke. Er kann ja auch die Sterne auf der Hose von John Klinger zählen. Das sind auch genug Sterne, da hast du recht. Also ich zähle da vier. Vier auf der Vorderseite zumindest. Ach, da ist noch einer. So, jetzt soll der Descent into Badness kommen, dieser Flying Elbow. Du hast bei Martin vom großen Idol Eddie Guerrero gesprochen. Bei Bad Bones müssen wir erwähnen, das große Idol der Macho Man Randy Savage, von dem er diesen Elbow ja entnommen hat als Hommage. Aber Martin stand schon wieder. Geistesgegenwärtig, wo hat Martin da diese Kraft und vor allem diese Reaktionsfähigkeit hergenommen? Dieser Konter war so wichtig. Wäre diese Aktion durchgegangen, ich leg mich da fest, es wär's gewesen für Martin. Und die Fans feuern hier beide an. Wer kommt als erster wieder auf die Beine? Beide sind angeschlagen, das sieht man doch deutlich, beide auf den Knien. Jetzt gibt es hier diesen abwechselnden Vorarmaustausch. Jetzt stehen beide wieder. Tritt von Martin. Und war das der Abo-Button? Nein, Klinger kann noch mal kontern. German Suplex. Da fliegt Martin mal direkt durch die gesamte Ringdiagonale. Und noch ein German Suplex. Oh. Was für eine Wucht in diesem. Da kommt selbst unser Ringrichter Kev the Ref ins Staunen. Martin, der wankt. Bad Bones lauert in der Ecke. Oder läuft Bad Bones ins Knie von Martin Guerrero. Was zeigt uns Martin jetzt? Jetzt lädt er Bad Bones nochmal auf. Und das war der Brainlag. Es hatte fast gereicht. Das war haarscharf. Da war Martin schon bei 2,99 angekommen. Irgendwie ist da Bad Bones nochmal rausgekommen. Das ist halt diese Ringerfahrung von John Klinger. Wie vorhin schon angesprochen, 600 Matches in seiner Karriere hat er bisher gewonnen. Also fast. Und jetzt geht auch Martin Guerrero aufs Seil. Wird jetzt der Final Splash kommen. Hier ist er! Aber Bad Bones zieht die Knie an. Oh, und das natürlich bitte. Wir wissen alle, Martin hat erst seit kurzem eine Leisten-OP hinter sich. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Der Backstage Piledriver von John Klinger. Es reicht immer noch nicht. Schau in das Gesicht von Bones. Er kann es nicht glauben. Das war eine seiner Trademark-Aktionen. Und jetzt geht's wieder aufs oberste Seil. Soll jetzt noch einmal der Descent into Badness folgen. Wenn der durchgeht, ich leg mich fest, dann war's das. Und da ist er! Wow! Randy Savage wäre stolz. 1, 2, 3. Das war's. Bones gewinnt. Via Pinfall, Bad Bones, John Klinger. Bad Bones hat es im vergangenen Monat bei Underground gesagt, er wollte einen Gegner auf Augenhöhe, einen Gegner, dem er zutraut, dass er ein potenzieller Champion sein könnte. Martin Guerrero hat dieses Match zwar verloren, hat aber bewiesen, dass er als Wrestler absolut ernst zu nehmen ist. Und das weiß anscheinend John Klinger auch. Bones streckt hier die Hand, Martin. Und hier ist dieser Respekt, den ich angesprochen habe. Ein unglaublich hartes, aber auch gutes Match. Aber beide zollen sich Respekt.